So, da sind wir schon wieder zurück und ihr seht, wir haben schon den neuen Skin. Wenn du den Skin auch haben willst, guck einfach mal bei mir in den Videos nach. Da habe ich euch genau erklärt, wie ihr den Skin bekommen könnt. Einfach alle Aufgaben machen und schon habt ihr den Skin. Also im Prinzip einmal harte Fakten machen. Die Mission müsst ihr auch alle abgeschlossen haben und dann bekommt ihr diesen Skin. Gebt einfach ein, heile ein Teammitglied und da werdet ihr schon eigentlich meine Aufgabe finden. Und da habe ich nämlich genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Mit meinem Moderator zusammen. Der musste die Aufgabe nämlich auch noch machen. Dann kurz in eigener Sache. Erstmal danke für jetzt 1700 Abonnenten. Grüße gehen da an alle raus. Aber besondere Grüße gehen an alle raus, die gestern neu dazu kamen, die meinen Creator-Code eingetragen haben. Also, ich kann nur Danke sagen, was das betrifft. Ihr seht ja, hier unten steht der Creator-Code. YouTube-Family Hack. So, wo müsst ihr das Ganze eintragen? Einfach im Shop, unterstütze einen Creator, hier YT-Family Hack annehmen. Wie gesagt, jeden Tag am besten einloggen, das nochmal aktualisieren, einfach nur den Haken nochmal drücken und schon habt ihr mich auch da wieder unterstützt. So, dann als kleines Dankeschön, sage ich euch jetzt schon, gibt es heute für euch eins von diesen Sachen. Egal, was ihr euch aussucht. Ob ihr nur das Emote haben wollt, den Rabe haben wollt oder die neuen Dinos, nämlich die dunklen Dinos. Was ihr dafür tun müsst, ist allerdings mir auf jeden Fall eine Freundschaftsanfrage schicken, nämlich an YT-FamilyHack und dann auf Absenden gehen, weil wir müssen befreundet sein, weil wenn ich euch das schenken will, geht das nur. Ihr seht schon, die zwei können es heute leider nicht bekommen. Die müssen sich gedulden bis, lass mich rechnen, bis Sonntag. Dann kann ich denen erst ein Geschenk machen. Ob die Skins so lange im Shop bleiben, kann ich euch nicht sagen. Aber wir werden uns dann einigen. Ihr könnt mir dann irgendwann schreiben, den Skin will ich aber jetzt unbedingt haben. Dann schenke ich dir den, weil du hast ja dann gewonnen. Wie gesagt, die Verlosung findet heute um 18 Uhr statt in meinem Livestream. Ich denke mal, da ich schon gleich mal langsam anfange, einen Livestream zu machen. Einfach mal so ein bisschen mit euch rumdatteln, wer schon da ist. Und dann gucken wir da einfach mal weiter. Wie gesagt, sei um 18 Uhr einfach im Livestream. Du musst nichts liken, teilen oder sonst irgendwas. Kannst du gerne machen. Unterstützt mich natürlich auch wieder. Aber mehr musst du nicht machen. Du musst bei mir nicht auf Insta gehen, nicht auf Twitter, irgendwas liken, teilen, Freunde markieren oder sonst irgendeinen Blödsinn. Einfach im Stream da sein. Gerne ein Abo da lassen, weil dadurch siehst du, wann ich online bin und wann neue Aufgaben da sind oder neue Shop-Angebote etc. So, jetzt aber mal genug gequatscht, gehen wir mal auf den Shop ein. Nämlich, hier sind jetzt die zwei Dinge, die wir bekommen hätten, hätten wir bei diesem, ich glaube, hier Asien, auf dem Asien-Surfer, hätten wir den Cup spielen können und da hätten wir genau diese Skins bekommen. Ich weiß von einigen Zuschauern, die hätten ihn gerne damals gehabt, aber die Aufgaben waren halt ein bisschen schwieriger, weil die Surfer natürlich da übelst am Laggen sind. So, dann haben wir hier einmal das dunkle Dino-Kommando in zwei verschiedenen Varianten. So, wir gucken uns das mal genau an. Einmal die etwas hellere und dann die dunkle Variante. Also diese Variante, ich habe immer gesagt, ich mag keine Skins, wo du das Gesicht siehst. Aber hier sieht es echt top aus. Also hier passt es. Sonst mag ich das nicht so, aber hier würde ich echt behaupten, hier ist es nice. Also ohne Quatsch, auch das Gesicht an sich, top. Das ist echt einer der wenigen Skins, wo es mir gefällt, wenn das Gesicht quasi zu sehen ist. So, dazu gibt es noch das passende Rücken-Dino-Accessoire, auch einmal in hell und Maus, wo bist du, einmal in dunkel. So, dazu gibt es noch die männliche Variante. Da. Aber die männliche Variante, finde ich, sieht einfach noch besser aus. Also wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Variante ihr besser findet, die männliche oder die weibliche. Also ich definitiv die männliche. Auch das Gesicht, also da ohne Quatsch, ich mag sonst überhaupt nicht, wenn das Gesicht, aber das hier passt halt wirklich perfekt. Weil ansonsten haben wir immer nur den Kopf und dann ganz normaler Skin unter der Maske quasi. Aber hier sieht es echt geil aus. Muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, die Skins könnt ihr heute bekommen. Also wie gesagt, seid um 18 Uhr da.
Das Ganze ist auch kein Fake oder so. Ich habe jetzt schon zwei Skins rausgehauen an euch. Einmal spontan im Stream. Also guck öfters mal vorbei. Nur frag nicht, ist heute Verlosung? Weil das kommt dann doch ein bisschen blöd rüber. Wenn irgendwas passiert oder ich der Meinung bin, ja, heute haben die Leute sich mal einen verdient, dann haue ich auch einen raus. So, da natürlich auch das passende Rückengras. Es ist zwar einmal in hell, einmal in dunkel. Dann gibt es dazu aber noch, warte, wo war es hier? Diese Spitzhacke. Ich hoffe, sie hört sich jetzt nice an. Und sie hört sich nice an. Wie Knochen, die zerknirschen. Also ohne Quatsch, bei diesem Skin und dieser Spitzhacke, da haben sie sich echt mal Mühe gegeben. Und ich feiere echt diese Doppelspitzhacken. Die gefallen mir einfach besser als die einzelnen. Das habe ich von mir auch nicht die Sense gekauft. Weil so Spitzhacken gefallen mir einfach besser. Aber vom Ablauf her, wie die Spitzhacke in-game dann benutzt wird. So, das war's mit den Skins. Dann haben wir wieder im Shop, den Rabe. Auch den könnt ihr heute bekommen. Mit passendem Rückenaccessoire, war zwar erst schon wieder vor ein paar Wochen drin. Ich meine 3 oder 4 Wochen. Aber der Skin ist einfach beliebt. Von daher kann ich da Epic schon komplett verstehen. Dann ist die weibliche Variante da mit den Flügeln. Bei dem männlichen ist nur dieser Rucksack. Aber wenn ihr euch beide gönnt, könnt ihr das natürlich verbinden. Aber ich sag's nur nochmal, es sind fast 40 Euro, wenn ihr euch irgendwie das größere Paket kauft. Denkt da immer dran, ihr habt keine Ingame-Vorteile oder so. Es ist halt einfach nur optisch. So, dann haben wir hier bei dem weiblichen noch den Kleider dabei. Den Schweif. Bei der männlichen leider nicht. So, dann haben wir das Erntewerkzeug. Das hört sich auch nicht schlecht an. Ich sage, wenn die Töne ein bisschen anders sind, ich feiere das echt ungemein. Dann noch der Kleider. Der ist auch legendär einfach. Ist einfach so. Sieht immer nice aus. So, was haben wir denn noch? Ja, jetzt kommen wir wieder zu meinem nicht so beliebten Skin. Nämlich den Guaku. Der Taco-Skin. Ich meine, wem gefällt, kann gerne spielen. Also mir gefällt er wirklich nicht. Und wie gesagt, wenn du dir was im Shop kaufst, du siehst unten drunter hier, mit diesem Kauf unterstützt du YT Family Hack. So, dann haben wir noch ein Emote, Elektrolaune. Ja, da muss ich sagen, hatten wir schon bessere. Ist nicht schlecht, aber da hat mir wirklich schon bessere. So, dann haben wir, warum auch immer, die Kaugummi-Lackierung. Aber, naja. Aber, ihr dürft nicht vergessen, wir haben auch weibliche Spieler. Grüße gehen auch daraus. Besonders an Lena. Also sieht, ja, also für Jungen ist es nicht gemacht. Es ist halt eher was für Mädchen, würde ich jetzt so behaupten. Aber wir wissen ja, auch die müssen ihre Sachen bekommen. Dann haben wir noch das Emote, seht her. Tada! Noch einmal. Tada! Und dann haben wir die Dominatorin. Ja, der Skin sieht auch ganz nice aus. Ich sage, für 800 V-Bucks ist der Skin okay. Da dürfen wir auch nicht zu viel erwarten. Die guten, ich sag mal wirklich, die etwas extremen Skins fangen halt ehrlich erst ab 1200 an. Die für 800 sind in der Regel nicht so berauschend. Und dann haben wir ja, den Papierkleider. Ich glaube, den habe ich in-game noch nie gesehen. Noch nie. Mich würde halt echt mal manchmal interessieren, was sind denn so die meistgekauftesten Skins? Also wofür wurde am meisten Geld ausgegeben? Dafür müsste Epic eigentlich echt auch mal eine Statistik irgendwo raushauen. Einfach mal um zu wissen, wie viele Leute rennen mit so einem Papierflieger in der Lobby rum. Beziehungsweise mit dem Kleider. So, dann war es das auch schon wieder mit dem Shop. Warte, gerade gucken, ob hinten noch was ist, aber ich glaube nicht. Ne, kam nichts Neues dazu. Also wie gesagt, diese Sachen könnt ihr heute alle bei mir bekommen. Einfach um 18 Uhr im Stream drin sein. Gern, wie gesagt, nochmal meinen Creator-Code eintragen. Ich habe gesehen, gestern kamen wieder ein paar neue dazu. Erstmal Gruß geht da raus.
Wenn du noch nicht eingetragen hast, trag ihn bitte jetzt ein. Falls du irgendwie dein Handy zur Hand hast, einfach aufschreiben: yt-familyhack. Wenn du nicht weißt, gerade wenn du im Spiel bist, ah, wie hieß der Creator Code nochmal, ist genauso wie mein Epic Name. Also genauso wie ich da stehe, genauso bitte eintragen. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon. Und ich denke mal, wir sehen uns heute noch entweder gleich im Livestream oder halt spätestens gegen 18 Uhr halt. Und da würde ich sagen, war es das eigentlich an der Stelle. Wie gesagt, Freundesanfrage nicht vergessen. Es kommen immer wieder neue dabei. Jetzt sind wir bei, ja, die 500 haben wir fast erreicht. Hier die zwei Kandidaten haben sich nicht ganz so gut benommen. Aus dem Grund sind sie auf der Blockierliste. Also denkt dran, nie beleidigen oder sonstiges, weil ansonsten landet ihr einfach hier unten. Genau dasselbe bei YouTube. Benehmt euch einfach, beleidigt weder mich noch andere. Ansonsten landet ihr halt auf der Blacklist. Was das Ergebnis ist, ist klar, ihr könnt keinen Skin gewinnen. Also von daher benehmt euch und denkt dran, auch gebt nicht zu viel Geld aus, auch wenn ihr mich damit unterstützt. Aber achtet auf euer Kleingeld. So, dann würde ich sagen, war's das und viel Spaß noch.